Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Runde Night of the Dead. Wir sind schon wieder in der kleinen Stadt, wo wir vorgestern waren, in der neu entdeckten Stadt. Hab den Weg durch die Wüste und das, ja, durch die Wildnis gewagt. Und jetzt sind wir hier und ich würde sagen, wir fangen gleich irgendwo an zu looten. Jetzt müssen wir uns natürlich erstmal wieder ein bisschen gegen die Zombies wehren. Ja, jetzt bist du vergiftet. Überhaupt nicht lustig. Aber vielleicht schaffst du es ja trotzdem, den wegzumachen. Bist du schon wieder vergiftet? Wer war es denn diesmal? Ach, der da hinten mit seinen Giftpfeilen. Gut, wir schauen uns noch ein bisschen um. Hier kommt noch einer. Ui. Gut. Es scheint ein recht großes Gebäude zu sein. Klingt gut. Nehmen wir mit, oder? Ach, hier liegt erstmal was. Handgefertigtes Scharfschützengewehr. Gut, das ist jetzt... Okay, Tier 4. Tier 4 bringt, glaube ich, ein bisschen besseren Loot, ne? Also, Rohstoff in dem Fall. Gut. Wir nehmen als erstes mal die Automaten hier mit. Ja, wir machen wieder eine Runde Zufallsloot. Ich habe keine Koordinaten markiert für irgendwelche Forschungsbücher. Ja, ja, ich stelle bloß mal das Motorrad schon mal in Fluchtrichtung auf. Ja, alles gut. Ja, wie gesagt, keine Koordinaten für irgendwelche Forschungsbücher oder sowas markiert. Ich hatte mal nachgeguckt, die waren alle noch ein Stückchen weiter draußen. Und da machen wir halt erstmal eine Runde Zufallsloot. Gut, jetzt haben wir erstmal unsere Ruhe, da können wir mal schauen. Wir sind auf der Karte, wir sind jetzt hier. Wir waren ja vorgestern hier in dem Bereich unterwegs. Gestern haben wir die Nacht gemacht. Hier vorne in diesen kleineren Gebäuden, die so ein bisschen wie eine Scheune waren. Ui. Ah, so eine kleine Welle hier. Wirst du aber mein Motorrad zurück in Ruhe lassen? Komm zurück. Schon wieder vergiftet. Das ist, glaube ich, der. Also, da habe ich eine Ahnung, von wem es kam. Uiuiui. Gut, erstmal kurz zurück und weiter geht's. So. Kann ich dich doch noch überreden, mich anzugreifen statt mein Motorrad? Damit ist der Kopf ab. Jetzt muss ich aufpassen, der kann schießen. Jetzt kann er nicht mehr schießen. Das ist da mit den Giftpfeilen gewesen. Oh, gut. Nö, aufs Moped wolltest du jetzt nicht, aber wenn du schon mal drauf sitzt, dann kannst du wenigstens mal das Licht ausmachen. Obwohl du hier das Licht noch brauchst, denn das
Jetzt gehen wir wieder in die dunklen Gebäude rein. Mülleimer habe ich gelernt. Ui, lohnt sich. Ein Kupferdraht, immer wieder gerne. Steht schon eine Spulenkiste auf dem Tisch. Oh, schöner Sprung. Ja, fängt gut an, oder? Wobei wir ja auch gelernt haben, dass wir die Spulen nicht bedingungslos aufrüsten können. Das hätte ich anders erwartet. Ja, ist ein bisschen schade, aber was soll's. Müssen wir klarkommen damit. Wäre sonst wahrscheinlich auch zu einfach, den Charakter in Richtung Unsterblichkeit zu bringen. Naja. Jetzt nach draußen. Großes Auto. Und ein Rabe. Den Raben brauchen wir gerade nicht. Stimmt, wir haben doch Ziegenfell bekommen. Das da habe ich gar nicht geguckt, was wir brauchen. Habe ich es nur ins Inventar gelegt. Kommst du hier wieder rein? Das ist aber nett von dir. So, hat man den Schrank jetzt angeguckt? Ja. Ach ja, das waren die Sachen. Die Spulen haben wir genommen, ne? Ah ja, Nahrungsmittel. Okay. Die nehmen wir auch mal mit. Ich habe übrigens festgestellt, wenn ich mit dem Motorrad durch die Wüste fahre, nehme ich keinen Schaden. Da zeigte mir zwar an, dass die Sonneneinstrahlung etwas hoch ist, aber ich fange nicht an zu brennen und meine Gesundheit leidet nicht. Erst wenn ich dann absteige, dann wird das irgendwann... Ja, dann fange ich an zu brennen und dann verliere ich natürlich auch die Gesundheit. Das heißt, ich brauche... Oh, schön in einer Riegel. Das heißt, ich brauche auch jetzt nicht unbedingt entsprechendes Getränk zu mir nehmen, wenn ich die paar Meter durch die Wüste fahre. Großer Raum. Ich hätte das jetzt hier irgendwie für so eine Art Motel gehalten. Aber dafür ist der Raum schon fast zu groß, oder? Eine Massenunterkunft hier. Eher eine Jugendherberge. Ich glaube, die Dinger brauche ich jetzt auch nicht immer abbauen. Da ist nicht so tolles Zeug drin. Mal gucken, was wir hier an Ausrüstung bekommen. Naja, zumindest Reparaturkits. Ja, nach wie vor selektives Looten. Was blinkert dort? Ist bloß ein Licht, alles klar. Ja, da draußen. Der Polizist geht um. Jetzt nicht mehr. Na toll. Schießpulver habe ich im Prinzip auch genug. Nägel kann ich mal mitnehmen. Obwohl ich die auch
herstellen kann aus den Eisenstücken. Da ist ein ganz schön großes Gebäude hier. Kann ich schon was mit anfangen. Bin ich quasi durch sie durchgerannt und sie hat nicht reagiert. Ja, ich habe ja vor, noch ein bisschen an der Elektrik zu arbeiten, an meiner Basis. Ein bisschen Ressourcen werde ich dazu brauchen. Und ja, einfach mal mit, was wichtig erscheint. Oh ja. Hast du ein Forschungsbuch? Nein, ne? Hat man den Schrank angeguckt? Vermutlich, ja. Ja, hier geht es jetzt eine Etage höher. Wieso war denn das jetzt immer noch hell markiert? Ach, das kann man auch zerstören. Da gibt es ja bestimmt dafür ein Eisenstück. Ja. Gehen wir zuerst mal oben die Runde. Weiß auch nicht. Interessiert mich gerade mehr, als unten lang zu gehen. Ein Koffer, okay, auch schön. Ja, hier war jetzt nicht so übermäßig was drin, ne? Das ist wieder Nahrung. Die Kiste sieht spannend aus. Ja. Das ist nix. Da gab es immer. Jetzt muss ich mal drauf achten, was es hier gibt. Ja, Plastik, Nagel, Kupferdraht, Sicherung. Okay, das ist natürlich schlecht. Und was gab es hier? Kupferdraht, Eisenblatt. Okay. Also doch auseinandernehmen. Oh, sie schreit immer nur. Sie muss auch zuhauen. Da ist nichts. Oh, was für große geräumige Zimmer. Unglaublich. Mhm, das ist ein spannender Schrank. Kupferschuhe nehmen wir mit. Solange wir noch Platz im Inventar haben, ist das gar kein Problem. Notfalls haben wir noch das Motorrad unten stehen, da können wir auch ein bisschen was umlagern. Das habe ich immer jetzt in der Vergangenheit immer ziemlich ignoriert. Oh, hast du dich weggeduckt? Da ist nichts. Ja, bei der Nahrung müssen wir auch mal sehen. Also die Dosen, die sind ja ganz gut, die helfen schon. Durch den Selbstheilungseffekt. Aber das andere Zeug hier, das zum Beispiel verdorbener gesunder Saft, ich weiß nicht, ob man den vielleicht irgendwo dann als Grund. Nein, Ziegel. Naja. Nehmen wir mit. Ob wir den irgendwo als Grundlage für eine Aufrüstung von irgendeinem anderen Gegenstand benutzen können. Stehst du noch? Du stehst noch? Okay.
Was hast du denn jetzt hier? Gleich drei so eine. Was sind das? Klimageräte? Lautsprecher? Keine Ahnung. Na, kommst du? Traust du dich? Oh, du schießt erstmal. Es brennt, das ist schon mal gut. Wenn er dort zwischen den... Wenn er da stehen bleibt, da vorne ist es halt schwierig für mich, ihn zu bekämpfen, weil ich dann mit dem Schwert am Bett und an den Gegenständen hängen bleibe. Was hast du denn hier von gelben Gummiring? Was gab es eigentlich für einen Kühlschrank, wenn wir den zerlegen? Nagel, Eisenplatte. Ja, hilfreich, dass ich... Gummi. Dass ich in den... Blutcontainer rein bin, das kannst du. Ne, das Brett. Naja, jetzt hast du es mitgenommen. Gibt's hier? Im Prinzip kann ich ja grundsätzlich alles mitnehmen und dann nachher entscheiden, was ich aussortiere, wenn das Inventar wirklich voll ist. Das war auch was zum Abbauen. Ich dachte, das ist ein Schrank. Jetzt haben wir wieder Kupferdraht bekommen. Das ist schön. Und hier... Oh, die nächste Spulenkiste. Oh. Da ist das Inventar schon gut gefüllt. Dann müssen wir dann mal unten vorbeigehen am Motorrad. Normalerweise habe ich immer gesagt, Tür hinter mir zumachen, damit keine Zombie-Welle kommt. Aber hier ist es tatsächlich so, dass wir ja hier oben unterwegs sind in dieser Etage. Und das sehen wir sie im Prinzip schon, wenn sie unten irgendwo langlaufen. Sie müssen ja erst die Treppe hoch. Ui. Na, komm vor, jetzt. So. Bleibt er liegen? Ja. Oh, hier gibt es Forschungsbücher. Dichtung haben wir schon. Veteranenwächter, wie man ein besserer Linienrichter wird, das nehmen wir mit. Billy the Kid haben wir. Und Katzenphysik-Profi-Boxer müssten wir auch haben. Kommt mir sehr bekannt vor. Ui. Na, du hast dich aber bequem hingelegt. Na gut, du bist tot, das ist dir auch egal, ne? Was ist denn das? Mikrowelle, Fernseher, ein kleiner Fernseher. Kofferfernseher, Plastik und elektronisches Gerät. Na, ist okay. Jetzt haben wir noch nicht die Info gekriegt, dass es Inventar voll ist. Hm. Komm mal bitte hier rein. Nein, ihn ins Fenster stellen. Genau. Weil draußen auf dem schmalen Gang könnte es sein, dass ich nicht so gut kämpfen kann. Also an Cola und Dosenfutter wird es uns nicht mehr mangeln. Oh. Komm rein.
Ja, schrei mich an, aber komm rein, verdammt. So, letzter Raum auf dieser Etage. Ja, Stunde 10 und das Inventar ist voll, oder? Das ist irre. Ja, gut, gehen wir mal zum Motorradladen aus. Da drüben sind auch noch große Gebäude. Und hier unten die Etage haben wir noch gar nicht uns angeschaut, ne? So, schauen wir mal, was kriegt man hier rein? Dann machen wir gleich mal die ganzen Spulen rein. Die können wir in. Oh, was ist das? Reinigungsspule. Das ist das erste Mal, dass ich die sehe. Machen wir so, oder? Den Rest können wir aufstapeln. Die Sachen, die wir nicht stapeln können, räumen wir weg. Reinigungsspule. Wozu brauchen wir die? Gut, können wir uns mal in Ruhe angucken. Momentan haben wir nur die eine. Das bringt mir da nicht allzu viel. Da liegt was. Zerstören, okay. Ich dachte, jetzt ist ein Forschungsbuch. Ach, elektronisches Gerät, ein Tablet war das wahrscheinlich wieder. Da hatten wir doch auch schon mal irgendwo ein Gebäude, wo die Dinger relativ häufig zu finden waren. Da kommt die Welle. Die Tageswelle. Wer schneller rennt, ist länger tot. Da bin ich. Lasst ja mein Moped in Ruhe. Oh, ihn habe ich mit einem Schlag gekillt. Schön. Kommen noch von irgendwelcher Richtung welche? War doch eigentlich zu klein, die Welle. Da kommt noch ein Nachzügler. Ah, gehen wir ihnen mal entgegen, dass wir hier mal vorwärts kommen. Kabum. Ah, noch einer. Jetzt habt das langsam raus. Ja, mit einem Arm schlägt es blöd, ne? Achso. Ich habe gerade geguckt, was das für Schilder sind. Jetzt habe ich sie erkannt. Na wunderbar. Weiter geht's. Kommen wir jetzt hier durch? Oh. Wo kommt denn hier plötzlich her?
Komm doch, Hammond, du solltest das mitnehmen. Jetzt. Da kommen noch mehr. Die kommen aber diesmal sehr verstreut, oder? Sonst waren sie manchmal doch deutlich näher zusammen. Joa, da liegst du nur. Moin. Da kommt doch noch einer angerannt. Oh, toller Sprung. Oh, ich sehe schon wieder einen schönen Schrank. Da haben wir einen guten Raum erwischt. Gut, Nägel brauchen wir auch in nächster Zeit erstmal nicht mehr produzieren. Ja, Kupferschuh kannst du mitnehmen. Bring am Ende auch einen Kupfer bauen. Und zugegebenermaßen. Ach ne, Kupferschuh habe ich schon an. Ich wollte gerade sagen, zugegebenermaßen können wir natürlich auch mal unsere Lederrüstung. Zumindest Lederhelm und Lederhandschuhe mal aufwerten. Durch neue Rüstung ersetzen. Aber da hatte ich offensichtlich bisher noch nichts gefunden, was mich so richtig vom Hocker gerissen hätte. Ah, da drüben steht ein PC, den nehmen wir mit. Wer die Kommentare verfolgt hat, weiß, dass wir das neulich als Thema hatten. Wie sieht es jetzt aus? Hast du noch Platz? Sehr gut. Geht's weiter in den nächsten Raum. Ui. Der Giftpfeilverschießer. Ja, Ziegel nehme ich mit, da brauche ich dann nicht so viel an Stein looten gehen. Beziehungsweise nicht looten, sondern farmen. Da kann ich wieder ein bisschen was an meiner Basis aufrüsten. Ich glaube, ich habe noch nicht alles auf Stein. Ein bisschen was ist, glaube ich, noch auf Holz. Oh, schöner großer Raum. Okay. Kaputt. Auch kaputt. Hast du jetzt nochmal die Waschmaschine durchsucht? Du solltest den Mülleimer durchsuchen. Ach, war auch nichts drin. Na gut. Ja, was gab's für Kühlschränke? Oh, eine Armbrust, T4, ja. Ist das Granatwerfer? Das ist ja interessant. Habe ich auch noch nicht gehabt bisher. Und was gab's noch? Ja. T4 Gegenstände bringt zumindest, wenn man sie zerlegt. Aber ein Magnesium bauen. Hallo. Ah, da steht noch mal auf.
Na, zäher Hund. Gibt's mal wieder Munition? Das hat man auch diesmal nicht so richtig viel. Dafür hat man andere Sachen. Kann mich nie beschweren. Oh, da habt ihr das gesehen. Da hat ein neuer Stack mit Dosenfutter angefangen. Eine Dose Bohnen. Da haben wir auf jeden Fall gut was zusammenbekommen. Jetzt müsste ich eigentlich mal in meiner Basis neue Schränke bauen, dass ich das alles irgendwo unterbringe. Da geht mir nämlich langsam der Platz aus. So, nochmal gucken, wo ich vielleicht meine Ausrüstung noch verbessern kann. Vor allen Dingen das Thema Munitionstasche und sowas. Ja, diese Sachen. Munitionstasche bin ich auf Stufe 4. Ja auch. Und Lebensmitteltasche noch nicht. Die kann man aber auch mal aufwerten. Dann könnte man nämlich auch das höher stacken. Da läuft, würde ich sagen, die Runde bisher. Ein Schlag gegen den Stuhl. Haben wir hier mittelalterliche Kampfkünste, Meisterkrieger. Den nehme ich mit. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich den schon habe. Ich kann das leider hier unterwegs nicht angucken, außer ich würde jetzt irgendwie eine Forschungsbank schnell irgendwo hinbauen. Sonst könnte man sich das schnell angucken. Am besten natürlich gleich benutzen, dann ist es weg. Oh, elektronisches Gerät im Mülleimer. Was für ein Frevel, das gehört doch nicht in den Mülleimer. Was für eine nette Begrüßung von dir. Das können wir mitnehmen, haben wir einmal angefangen den Stapel, dann können wir auch weiter einsammeln. Auch davon gab es diesmal wieder eine ganze Menge. Achso, das ist auch was zum Zerlegen gewesen, ne? Naja, Eisenplatte immerhin. Brauchen wir auch, um die Basis aufzuwerten, ne? Er haut zurück. Das ist ein Ding. Wie kann er nur? Ui, wieso machst du denn die weiter? Na, nimm mit, geht nie. Kommst du nie ran? Ja, kannst du das nicht zerlegen? Okay, lässt er mich nicht mehr mitnehmen, die Elektronik. Bin ich zu ungeschickt. Na gut, ist es halt so. Das wird dann nicht den Ausschlag geben für das Spiel. Yes. Gut, letzter Raum, oder? Dann haben wir das doch recht große Gebäude einmal komplett durchgelootet. Draußen stehen noch ein paar Autos, die brauchen wir jetzt aber nicht unbedingt. Benzin kriegen wir jetzt doch durch die Ölförderanlagen, die wir an unserer Basis stehen haben, recht gut. Wenn wir dann mal irgendwann umsteigen auf andere Fahrzeuge, unser Auto hat man ja noch im Angebot. Und womit ich mich noch gar nicht beschäftigt habe, ja komm her, ach dort kommst du, ist das Motorboot, man kann ein Boot bauen. Das wäre vielleicht auch ganz günstig.
Dass wir dann hier irgendwie rüber mit dem Motorboot, dass wir bloß mit dem Moped hier irgendwo hinfahren. Aber ja, bisher bin ich mit dem Motorrad ganz gut unterwegs gewesen. So, gibt es hier noch irgendwas? Außer einem leeren Pool. Ein Mülleimer, na gut. Ja, Leute, ich denke, das reicht dann auch für heute. Oh, wir haben eine ganze Menge eingesammelt. Und dann würde ich sagen, lassen wir es gut sein für heute. Ich verabschiede mich von euch, bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.